Was geht ab, meine OZ-Fighter, Ozreal, und heute werden wir Teams bauen mit dem neuen Gogeta und Broly. Ich habe eigentlich zu diesem Thema wirklich viele Videos gehabt, damals auf JP, weil es vor kurzem erst rauskam, sei es zu Showcases, Teambuilds und so sofort zu Gogeta und Broly, aber ich habe in der letzten Zeit oft die Nachfrage bekommen, ey Ozreal, könntest du da bitte nochmal drauf eingehen, auf den Teambuild-Aspekt mit Gogeta und Broly, wie baut man mit den beiden Teams auf Global, und es ist auf jeden Fall eine berechtigte Nachfrage, Freunde, denn es ist gerade ein relevantes und aktuelles Thema. Deswegen erstmal vielen Dank für euer Feedback. Feedback ist immer erwünscht, Freunde. Es gibt mir auch die ein oder andere Idee quasi für Videos. Und ich habe mir dann gedacht, wisst ihr was, ihr habt natürlich recht, es ist wirklich ein relevantes, aktuelles Thema. Wir können es auf jeden Fall noch auffrischen. Problem ist, beziehungsweise war, ich habe die Charaktere selbst nicht. Deswegen, normalerweise wisst ihr, ich gehe mit dem Teambuild-Guides immer mit den eigenen Charakteren rein im Spiel selbst. Aber das ist mir natürlich eingefallen. Die Webseite Dokkan Battle Builder, nutze ich wirklich sehr, sehr oft. Um es einfach zu sagen, ist eine Webseite, in der man Teams erstellen kann. Es ist schön grafisch dargestellt. Ich nutze zum Beispiel mein Team-Rating-Videos auch. Ist keine Produktplatzierung, Freunde. Aber da ich die Webseite also wirklich sehr oft nutze und sie gut finde, werde ich sie auf jeden Fall nutzen. Heißt aber hierbei, wird das Ganze natürlich ein bisschen verallgemeinert, der Teambuild-Guide, Teambuild-Aspekt für Gogeta und Broly. Wenn euch das auch gefällt, dann könnt ihr mich das gerne wissen lassen, Freunde. Dann kann ich es mir für die Zukunft merken, dass wir dann quasi mit der Webseite hergehen. Im Endeffekt werde ich jetzt quasi erstmal für Gogeta seine Teamkonstellation zeigen und dann für Broly. Und dann werden wir das Ganze gemeinsam schaukeln, hoffentlich. Genau, Freunde, Gogeta und Broly, fangen wir mal mit Gogeta an. An sich, Freunde, lasst mich ganz kurz auf das Overlay hier von dieser Webseite eingehen oder auf die Benutzeroberfläche. Dokkan Battle Builder, Freunde, ich werde den Link in der Beschreibung setzen. Zum einen könnt ihr einmal auf Französisch schalten, auf Global Dokkan oder JP Dokkan. Wir sind sogar auf Global Dokkan, deswegen sind wir hier. Ihr könnt auch hier auf DBZ Space springen. Im Endeffekt, wenn ihr auf die Charaktere geht, natürlich haben wir die Suchleisten, ihr könnt Namen eingeben, etc., tralala, auf Raritäten sortieren und so und so fort. Kategorien wählen. Und genau, dann, wenn ihr auf die Charaktere hier drauf geht, dann seht ihr, okay, links wird euch angezeigt, der Charakter kann das und das, Kategorie Leader, das sind seine Stats, das ist seine Super Attack und so weiter und so fort, das sind die Link-Skills und das ist die Passive. Also alles wird hier schön angezeigt. Und dann könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr die Charaktere jetzt zwei Stück einfach mal random wählt, dann werden sie hier schön grafisch dargestellt und es wird euch angezeigt, mit wie vielen Link-Skills sie sich linken. Also das ist auch natürlich auch sehr wichtig im Teambuild-Aspekt. Wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, ey, wie gut linkt sich denn der und der Charakter mit dem anderen, dann könnt ihr einmal auf Advanced klicken, Freunde, Show All. Dann könnt ihr einstellen, mit wie vielen Link-Skills mindestens euch angezeigt wird, mit dem sich der Charakter linkt, um es einfach zu sagen oder zu zeigen. Wenn ich jetzt auf Sell klicke, dann zeigt mir die Webseite an, dieser Charakter oder Sell linkt sich mit mindestens 5 Link-Skills mit denen um den Charakter. In dem Fall wäre das hier an der Stelle mit seiner Theo-Version sogar mit 6 Link-Skills. Wenn ihr drauf geht, wird euch das Ganze angezeigt. Heißt, ihr könnt hier anstellen, mindestens 6 Link-Skills, mindestens 3 zum Beispiel. Dann werden euch alle Charaktere angezeigt und so weiter und so fort, Freunde, wenn ihr hier auf Advanced klickt, wie gesagt. Genau, so erstmal grob zu der Webseite selbst. Gogeta, Freunde. Gogeta an sich. Was ist wichtig bei einem Teambuild? Damit ich mal erstmal allgemein drauf gehen kann. Die Teams bauen wir um den Leader-Skill eines Charakters. Wenn wir Gogeta als Beispiel nehmen, dann wissen wir, Gogetas Leader-Skill ist ja an der Stelle, hier steht es dran. Movie Heroes Kategorie gibt er Ki plus 3, Attack 170% und HP und Def 150%. Oder der Fusion Kategorie Ki plus 3, Attack plus 170% auf HP und Def 130%. Das heißt aber nicht, Gogeta ist ja so in beiden Kategorien. Das heißt nicht, dass Gogeta beide Leader-Skills bekommt, sondern die Charaktere bekommen immer den besseren Leader-Skill, in dem Fall den von den Movius-Charaktere bei Gogeta, um es einfach zu sagen. Okay, dann können wir ja noch 6, beziehungsweise das Team besteht ja auch 6 Charakteren. Und diese Charaktere nimmt man einfach, beziehungsweise das Team baut man so, damit sich die Charaktere gut linken. Ich baue die Teams so, dass sie sich gut synergieren, sowohl offensiv, defensiv stark sind und an sich overall sich gut linken, guten supported wird etc. Und dabei ist auch wichtig, dass sie die Rotation setzen. Ich muss kurz sagen, was sind Rotationen? Wenn ihr zum Beispiel zwei Charaktere in einer Runde hält und dann beispielsweise, das wäre der dritte Charakter, die ersten zwei Charaktere, die ihr in der Runde habt, die bleiben in der Rotation. Der dritte Charakter kommt erst in der übernächsten wieder rein, sozusagen, um es einfach zu sagen. Heißt, ganz wichtig ist, dass ihr erstmal natürlich eure Charaktere euch anschaut. Jeder hat andere Charaktere, deswegen werde ich auf bestimmte Konstellationen eingehen gleich. Aber ihr wählt erstmal für eure Rotation einen Partner aus. Logischerweise machen wir das an Beispiel von Gogeta, wie gesagt. Also wir suchen jetzt erstmal einen Partner für Gogeta. Wenn ihr euch die Link-Skills von Gogeta anseht, dann sehen wir hier auf der linken Seite.
Er hat 10 Warrior Race, Attack plus 700. Golden Warrior Key plus 1, Verteidigung des Gegners minus 2000. Auf den Angriff 10% durch Super Saiyan, Prepare for Battle Key plus 2, Overhand Flash Key plus 3. Fuse Fighter Key plus 2, Fierce Battle 15%. Bei der Auswahl eines Partners für einen ist es das Mindeste, wäre, wenn er sich mindestens, wenn sie beide Charaktere sich mindestens mit einem Keyling Skill linken und einem Angriff Link Skill. In dem Beispiel zum Beispiel, wenn wir einen Charakter mitnehmen, der Prepare for Battle und Super Saiyan hat für Goeta, dann wäre das Mindeste. Und dann wäre es natürlich immer besser, je mehr Charaktere sich, beziehungsweise es wäre besser, wenn sich die Charaktere mehrere Link Skills teilen. Beispiel, wenn wir jetzt natürlich Super Goeta noch in das Team nehmen, dann sehen wir, oh, Super Goeta und Super Saiyan Goeta teilen sich 6 von 7 Link Skills. Das ist zum Beispiel eine sehr schöne Rotation. Also die beiden können wir in einer Rotation halten. Und Freunde, ganz kurz wegen Link-Skills, wenn ich das euch mal kurz erläutern darf. Wenn die Rotation so aussehen würde. Gogeta ganz links, Super Gogeta in der Mitte, FIFA Gogeta rechts. Dann bekommt der Charakter in der Mitte beide Link-Skills, aber keine Angriff- und Verteidigungsboost, sondern nur Key. Was heißt das? Das heißt, Gogeta bekommt von der linken Seite zum Beispiel einmal hier Over the Flash, Key plus 3, Prepare for Battle, Key plus 2 und Fierce Fighter Key plus 2. Bekommt aber auch, weil es ein Keyling Skill ist, von Gogeta Key plus 3 und Fierce Fighter Key plus 2. Er bekommt aber nicht von beiden Seiten zum Beispiel Super Saiyan, sodass er dann 20% auf den Angriff hat, sondern so Angriff- und Verteidigungslinks etc. werden nur einmal gezählt. Ich habe die also im Endeffekt würde er quasi nur einmal Super Saiyan bekommen, 10% würde verwertet werden. Aber Faustregel grob. Keyling Skills bekommt ein Charakter in der Mitte von beiden Seiten, Angriff und Verteidigungsboost nicht. Da bekommt er es nur einmal. Okay, also gut, zum Beispiel hätten wir jetzt erstmal einen Partner für Gogeta gefunden, Super Saiyan Gogeta. Dann wählt ihr eure zweite Rotation aus. Beispielsweise, es wäre auch immer gut, ich sage es jetzt schon mal aus vorweg, wenn man LR-Charaktere vom Leader Skill nutzt. Denn es sind immer noch LR-Charaktere, die spielen in einer eigenen Liga. Heißt, wenn ihr LR-Charaktere habt und sie in euren Teams, in den Leader-Skills nutzen könnt, dann versucht die LR-Charaktere zu verwerten. Paradebeispiel, wir haben jetzt LR Gogeta. Also wollen wir auf jeden Fall mit LR Gogeta spielen. Wir halten zum Beispiel LR Gogeta, können wir mit Gogeta in der Rotation 4 Link-Skills oder mit Super Gogeta 5 Link-Skills. Alles klar. Dann, natürlich, ich habe jetzt nur die Fusion-Charaktere. Wir wissen ja auch, es gibt ja Movie-Heroes-Charaktere. Können wir auch mitnehmen. Gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Wir hätten hier noch LR Great Saiyaman. LR Great Saiyaman als Supporter, sehr wichtig in diesem Team. Warum? Lasst mich es euch erläutern, wegen LR Super Saiyan 3 Goku. Ein weiterer LR in der Kategorie, in dem Fall im Movie-Heroes, aber auch zum Niederskill von Geta, den wollen wir verwerten, wenn es geht. Wenn es geht, merken wir uns für später. LR Super Saiyan 3 Goku, Problem bei ihm ist, er hat Shattering Limit Over the Flash, er ist sehr abhängig von seiner Ultra Super Attack, deswegen will ich ihn auf jeden Fall mit jemandem halten, der diese Keyling Skills teilt. Gogeta hätte Over the Flash, sind Key plus 3, Super Saiyan XP Fighter sind 10% auf den Angriff, mit ihm können wir ihn zum Beispiel halten. Shattering Limit würde fehlen, also ihm würde schon Key fehlen für die 18 Super Attack, deswegen ist, jetzt haben wir das, wir haben Rotation 1, Freunde. Mit Gogeta, LR Gogeta, Rotation 2 zum Beispiel, Super Gogeta, LR3, Fall Goku. Jetzt brauchen wir Rotationscharakter. Diese Rotationscharakter, wie gesagt, die kommen rein und raus in die Rotation. Also Great Saiyaman ist einmal hier drin, einmal in der Rotation. Und die Charaktere könnt ihr zum einen wählen, ob die individuell stark sind oder Support-Aspekt. In der Konstellation, wenn man 3 Fall Goku hat, sehr, sehr wichtig LR Great Saiyaman. Warum? Zum einen hätte er Shattering Limit für unseren Boy LR3 Fall Goku. Aber was viel, viel wichtiger ist, er gibt Super Class Verbündeten Key plus 4. Durch die Passive. Und wenn er in diese Rotation kommt, gibt ihn, beziehungsweise bekommt Goku von ihm Shattering Limit weiter Key plus 2, aber durch die Passive Key plus 4. Also wird 3 vor Goku gut auf seine Super Attack kommen. Also könnt ihr zum Beispiel LR Great Saiyaman mitnehmen. Und so könnt ihr zum Beispiel mal Konstellation aussehen. Wir hätten noch einen Charakter, den wir mitnehmen können. Ob ihr den quasi individuell stark haltet, wie zum Beispiel, können wir ihn reinnehmen, zum Beispiel aus der Fusion-Reihe noch auf jeden Fall. FIFA Gogeta ist ein sehr guter Charakter, den könnt ihr mit reinnehmen. Und ihn rein und raus rotieren. Und das Team würde auf jeden Fall gut funktionieren. Aber ihr merkt auch schon, hier zum Beispiel, es wäre gut, wenn ihr die Teams so haltet, dass ein Keyling Skills oft vertreten ist, wenn es geht von den Charakteren. In dem Beispiel wäre es Over the Flash. Alle Charaktere außer LR Gogeta haben Over the Flash, aber deswegen halten wir LR Gogeta mit dem Friend in einer Rotation. Denn er hat Prepare for Battle und Golden Warrior, Fierce Battle, Super Saiyan. Diese Rotation ist auch sehr, sehr gut, Freunde. So mal grob für Gogeta. Hat ein bisschen lang gedauert, aber ich habe extra Teamkonstellationen erstellt, um drauf
kurz einzugehen, Freunde. Das war ganz kurz für mich wichtig, das allgemein einfach mal zu erwähnen. Ich will das nicht allzu lang halten, deswegen habe ich schon im Voraus gewisse Teams-Konstellationen erstellt. Das wäre so allgemein für LA Goethe. Natürlich, es kommt immer auf eure Charakterliste an, deswegen zeige ich euch einfach mal ein paar Team-Konstellationen und ihr könnt mich dann gerne auch wissen lassen, Freunde, wie ihr eure Teams baut. Natürlich in den Kommentaren, hilft euch auf jeden Fall gegenseitig aus. Und wenn euch, wie gesagt, das Ganze gefallen hat mit dem, dass man den Dokkamel-Bilder nutze, lasst mich auf jeden Fall wissen, gebt den ganzen ein Like und genau. So, das wäre so allgemein Bild. Bei dem Leader-Skill von Gogeta werdet ihr merken, da gibt es die Charaktere, wenn ihr sie habt, dann spielt ihr sie. Das ist die richtige Auswahl, sage ich mal. Bei Broly werden wir gesehen, da gibt es viel, viel mehr Auswahl. Was heißt das? Wenn ihr Gogeta habt, den eigenen Leader, klar, er ist der Leader. Wenn ihr einen anderen Gogeta habt, spielt den auf jeden Fall. Der Gogeta spielt den auf jeden Fall. Die Fusion-Charaktere, sei es Gogeta etc., die sind da drin, weil die sind individuell sehr starke Charaktere und die linken sich auch sehr gut. Beispielsweise, die Rotation könnten wir halt Gel Gogeta mit LR Gogeta, wir könnten halt LR Gogeta mit Super Gogeta oder in Zukunft mit Strength Gogeta, weil er sein ESA bekommt. LR Great Slam Rotationscharakter und einen individuell starken Charakter, sei es vierfach Gogeta, dreifach Gotenks. Ich muss sagen, vierfach Gogeta gefällt mir mehr als dreifach Gotenks, denn dreifach Gotenks bekommt viel Schaden. Vierfach Gogeta ist da, finde ich, sowohl offensiv als auch defensiv stärker. Im Gleichen, also dreifach Gotenks ist nicht unterschätzt, er macht wirklich sehr viel Schaden, aber er büßt auch viel ein, also er bekommt viel Schaden. Oder Tech Gotku zum Beispiel kann man auch mit reinnehmen, er hatte auch Over the Flash und er sorgt für Rainbow Orbs, beispielsweise für LR Gogeta, wenn er die einsammelt, ist auf jeden Fall ein Plus für ihn, weil er dann zusätzlich Key bekommt. Weitere Konstellation wäre zum Beispiel so, das wäre quasi zu der Zeit, in dem ihr das Ganze anschaut und Gogeta noch kein Ize habt oder ihr kein Strength Gogeta habt mit Ize. Aber zum Beispiel, wenn er kein Ize hat, dann könnt ihr das Ganze so spielen. Beispielsweise mit Ize könnt ihr Strength Gogeta mit reinnehmen, sorry. Oder dann euch entscheiden, nehmt ihr FIFA Gogeta rein oder Tech Gotku. Warum Tech Gotku? Denn Tech Gotku sorgt für Rainbow Orbs, wie gesagt. Die könnt auch dann der Ize Gogeta in Zukunft verwerten. Er bekommt für Rainbow Orbs zusätzlich Angriff oder LR Gogeta immerhin. Weiterhin, sage ich mal. Und zwar kann man natürlich auch noch den Friend mitspielen, Freunde. Es gibt ja noch einen Friend, den könnt ihr auch nutzen. Ich persönlich nutze den Friend selten, weil ich mehr FIFA durch meine eigenen Charaktere haben will, aber ihr könnt zum Beispiel euren Leader lassen in zum LR Gogeta und den Friend mit dreifachen LR Goku oder Super Gogeta und dann könnt ihr das Team auch so bauen. In den ganzen Konzepten, die ich euch zeige, habe ich den Friend nicht involviert, ganz einfach aus dem Grund, ich nutze den Friend eher immer, ich tue den immer rein und raus sortieren, weil ich da mehr FIFA haben will, aber er hat natürlich auch eine Berechtigung. Wenn ihr ihn spielen wollt, dann spielt ihn. Weiteres Team könnte zum Beispiel mit Super Saiyan 3 aussehen. Ihr habt in der Rotation Angel Goku mit 3 Fang Goku. Zwei Super Saiyan 3 Charakter würde auch gehen. Tech Gotku damit für Rainbow Orbs etc. Weil Rainbow Orbs kann auch dreifache Angel Goku verwerten. Und ihr merkt auch schon, in Fusion Movie Heroes sind es gibt eine richtige Wahl an Charakteren. LR Great Saiyan ist zum Beispiel oft dabei. Wir sehen LR Greater logischerweise oft Super Greater und so fort. LR 3 Fang Goku. Wenn ihr die Karten habt, dann spielt es natürlich. Aber zu der Frage, wenn man natürlich nicht alle Karten hat, da müsst ihr nach dem Sinn und Zweck, wie ich euch vorhin erklärt habe, wie Teams bauen, das Ganze nachbauen, Freunde, mit euren Charakteren. Ich werde euch gleich ein paar Alternativen zeigen. Beispielsweise, ihr habt keine Elle oder so, ihr könnt Gogeta mit Super Gogeta spielen, ihr könnt die zwei Free-to-Play-Charaktere in einer Rotation spielen, die sind wirklich sehr, sehr gut in diesem Team. Oder Tech Gotku mit Strength Gogeta geht auch. Am Ende noch quasi, wenn wir, beziehungsweise das war gerade Movie Heroes Only, wenn ihr quasi nur Movie Heroes Charaktere spielen wollt, könnte das Team so aussehen. Das wäre Fusion Only, aber bei Fusion Only, also was meine ich damit, heißt ihr nehmt Gogeta und ihr nehmt nur Movie Heroes Charaktere, dann bekommt ihr den Movie Heroes Boost, oder ihr nehmt Gogeta und nehmt nur Fusion Charaktere, dann bekommt ihr den Fusion Boost. Aber bei dem Fusion Only Team würde ich LR Gogeta als Friend nehmen, beziehungsweise, sorry, nicht als Friend auch, aber als eigenen Leader und nicht AGL Gogeta. Warum? Er hat den besseren Boost, LR Gogeta. Und dann könnt ihr zum Beispiel so ein Fusion-Only-Team aussehen, rein und raus sortieren. Könnt ihr entweder Pandel ist eine Supporterin oder Virus, der sorgt für Orbs, für LR Gogeta zum Beispiel. Also entweder oder hier an der Stelle natürlich. Und so Honorable Mentions aus dem Leader-Skill oder an sich Duos, das wären zum Beispiel solche. Wie gesagt, es kommt immer auf eure Charakterliste an, Freunde. Ich kenne nicht die Charakterliste von allem. Ihr müsst da selbst einfach euch mal mit der Materie auseinandersetzen, dann entwickelt ihr dafür ein Gefühl, wie man Teams baut, deswegen versuche ich da immer, beziehungsweise lege ich da sehr viel Wert drauf und versuche das ausführlich zu erklären. Aber andere Duos, die ihr in das Team nutzen könnt, wäre zum Beispiel, wenn ihr die zwei habt, Goten Trunks, 6 Linkskills, Gott Vegeta, Gott Goku, natürlich Gogeta mit jedem anderen Gogeta, sei es vielfach etc. Goku Blue mit Vegeta Blue, einen der beiden linken sich sehr gut, 6 Linkskills, die zwei Free-to-Play-Charaktere, 3 Fall Goten X mit Super Saiyan Goten X oder 4 Fall Goten X etc. Freunde. Und genau, so viel zu den Konstellationen mit Gogeta vorerst. Und dann gucken wir uns das Ganze noch für Broly an. Bei Broly ist halt die Sache, er ist verdammt nochmal vielfältiger wegen seinem Leader-Skill, denn es gibt viel mehr Movie-Boss-Charaktere oder
Full Power Charaktere, Movie Wars Kategorie, der Kit muss 3, Attack 170%, HP Def 150% oder Full Power 170% auf den Angriff, Kit plus 3, HP und Verteidigung 130%. Die Sache ist, ich werde ganz kurz auf Broly eingehen, dann habe ich mehrere Konstellationen erstellt, damit es nicht allzu lange dauert, Freunde, weil es gibt wirklich viel, viel mehr FIFA, was man mit Broly anstellen kann. Bei Gohit hat es gesehen, wenn ihr die richtigen Charaktere habt, dann werden sie in den meisten Teamkonstellationen im Stammkader sein, sage ich mal. Außen folgt die ganze Gogetas zum Beispiel, Great Saiyan und so und so fort. Aber Broly zum Beispiel. Broly, selbes Prinzip. Guckt euch erstmal an, welche Linkskills hat Broly? Saiyan Warrior Ace, okay, 700 auf den Angriff. Super Saiyan 10%, Prodigy 10% auf den Angriff. Berserker 20% auf den Angriff, wenn die HP 50% und drunter sind. Das wird wahrscheinlich selten passieren. Aber so Linkskills wie Super Saiyan sind sehr wichtig. Das haben viele Charaktere. Key plus 2 Shock and Speed, Prepare for Battle. Das ist ein sehr schönes Key Link Setup. Denn viele Charaktere haben Prepare for Battle, viele Charaktere haben Shock and Speed, manche Charaktere haben nur eines und wenn Broly beides hat, ist es umso besser. Ja, das ist wirklich immens, genauso mit Gogeta, dass er Prepare for Battle und Over the Flash hat und fürs Fighten natürlich mit den ganzen Fusion Charakteren. Das steigert einfach den Wert dieser Karte wegen diesen Link-Skills, Key-Link-Skills und fürs Battle 15%. Also wäre es gut, wenn ihr einen Partner für Broly aussucht, der mindestens einen Key-Link-Skill teilt und mindestens einen Angriff-Link-Skills. Aber bei Brolys Karte gibt es viele. Außen vorweg, Freunde, wenn ihr zum Beispiel LR Broly habt. LR Broly und er teilen sich 5 Link-Skills. Wir haben Saiyan Warrior Ace, Super Saiyan Berserker, Prepare for Battle, 4th Battle. Oder AGL Broly, meine Damen und Herren, 6 Link-Skills. Saiyan Warrior Ace, Prodigies, Berserker, Shocking Speed, Prepare for Battle, Sorge, 4th Battle. Da fehlt dann halt natürlich Super Saiyan. Heißt, ihr geht auch natürlich hierher, Logo, und versucht erstmal eine Rotation zu bauen mit Broly. Gleichzeitig mit LR Broly. Wie gesagt, wenn ihr LS verwerten könnt, verwertet sie. Aber wenn ihr es könnt, ja, manche LS kann man nicht immer verwerten. Beispielsweise LML Cooler wäre mehr oder weniger verloren, teils mit den beiden Brolys nur ein Link-Skills. Wenn man ein bisschen in einer Rotation hält mit Freezer, dann könnte man das halten, muss aber darauf achten, dass es quasi in der Rotation ist. Aber ich werde euch, wie gesagt, gleich ein paar Konstellationen zeigen. Dann, wenn ihr zum Beispiel die zweite Rotation wählen wollt, dann müsst ihr einfach mal hergucken auf eure Charakterliste. Was gibt eure Charakterliste noch? Wir haben ja noch auf jeden Fall die Full-Power-Charaktere. Aus den Full-Power-Charakteren beispielsweise hätten wir noch LRGF, LR Goku und so fort, LR Gohan. Beispielsweise eine schöne Rotation wäre auch LR Gohan mit Full Power Goku. Oder 4 Linkskills, Prepare for Battle, Shocking Speed, Super Saiyan 4 Battle. Oder LR Gohan mit LR Broly. Und für Broly holt euch Evo Vegeta her. Warum? 4 Linkskills, Super Saiyan, Prodigies, Prepare for Battle, 4 Battle. Auch eine sehr schöne Rotation. Oder natürlich, beziehungsweise lasst ihr den Boy mal da. Oder natürlich, ihr könnt dann hier an der Stelle noch euren AGL Broly wieder reinholen. Entweder ihn in eine Rotation lassen mit dem Physisch Broly oder rein und raus sortieren. Dann könnten wir noch einen Support hier an der Stelle mitnehmen. Dieser Free-to-Play Golden Freeze ist ein sehr guter Supporter, gibt aber nur Movie-Boss-Charakteren einen Boost. Könnt ihr dann zum Beispiel, Stammkader, der ist in jeder Konstellation. Thales im Training, wenn ihr ihn habt. Key plus 3 für jeden 40% auf den Angefreund. Ich wiederhole es nochmal, weil es so brutal und gestört ist und der Charakter an sich ein sehr guter Charakter ist. Genau, ganz einfaches Beispiel. Zwei gute Rotationen bauen, erste Rotation, zweite Rotation, zwei Rotationscharakter, eine individuell stark, ein Supporter. So könnte ein Team zum Beispiel aussehen. Wir könnten weitere Konstellationen aussehen, weil bei Broly gibt es wirklich sehr, sehr viele. Zum Beispiel, ich habe ja gesagt, wenn ihr LS verwerten könnt, dann verwertet sie. Also wenn es geht, aber allgemein gesehen zum Beispiel könnt ihr Broly mit LR Broly in der Rotation halten, LR Gohan mit Full Power Goku oder LRGF, da komme ich gleich noch drüber zu sprechen. Rotationscharakter, ich habe jetzt hier mal Supporter hingeklatscht, die allgemein gut sind. Thales natürlich, wenn ihr habt, Stammkader, wenn ihr nicht habt, Metal Cooler zum Beispiel oder Full Power Freezer, Golden Freezer, aber er gibt nur Movie Heroes Charakteren, Movie Bosses Charakteren einen Boost, tut mir leid. Und oder in dem Omega-Stellung rein, EU Vegeta, AG Broly als Rotationscharakter, individuell auch sehr stark Charaktere und haben auch Einfluss auf die Rotation. Warum? Denn wenn ihr eure, so gut wie es geht, die meisten LR aus dem Niederskill verwerten wollt, dann könnte so ein Setup sehr gut aussehen. Und ich sage es außen vorweg, man kann nicht alle LR verwerten. Wenn ihr jetzt einfach alle LR in diesem Team reinklatscht, Metal Cooler, Bojack und so, sind zwar alle LR drin, aber die linken sich nicht gut. Das ist dann nicht Sinn und Zweck. Diese Konstellation zum Beispiel gefällt mir sehr gut. Wir hätten Broly mit LR Broly in der Rotation, 5 Linkskills, LRGF mit Gohan. Hier fehlt schon ein bisschen was. Wir hätten hier 4 Battle, Legendary Power und Shocking Speed. Super Saiyan für Gohan würde fehlen, LRGF für Rival Duo etc. fehlen oder jemand, der seinen Angriff senkt vom Gegner, damit er seine Passive triggert außerhalb von sich selbst.
Und deswegen habe ich zum Beispiel Omega-Schulung hier reingeklatscht. Omega-Schulung hat Shocking Speed für beide Boys. Omega-Schulung tut durch die Passives den Angriff des Gegners senken und wäre hiermit quasi dann auch eine Option dafür. Und Thales ganz so gut, so oder so im Stammkader. Ist einfach nur Bereicherung, wenn ihr Thales habt und ihn als Supporter mitnimmt, weil er ist individuell sehr stark und sein Support-Aspekt ist einfach Genius. Und er tut auch noch Superclass-Gegner dessen Angriff senken. Also so eine Konstellation würde auch funktionieren zum Beispiel. Eine Konstellation mit Evo Vegeta, Broly Evo Rotation, LR Broly Gohan, AGL Broly rein raus und Thales. Eine Konstellation mit Full Power Goku mit LR Gohan, Broly, LR Broly, Evo oder AGL Broly rein raus und Thales ist so oder so überall drin, Freunde. Oder Virus. Virus kann man auch ganz gut verwerten. Welche LRs, ich sag mal jetzt, kann man kaum verwerten? LR3 von Goku, Freunde. Dem fehlt einfach weder in Movie Bosses oder in Full Power fehlt ihm einfach ein guter Partner, der Over the Flash und oder Shattering Limit hat. Nicht nur das, das Problem ist, es gibt da wenige Over the Flash Charaktere. Heißt, wenn ihr einen rein rossortiert, ist es trotzdem schwer mit ihm zu spielen. Natürlich, wenn man Thales hat, würde es gehen, wenn er zum Beispiel jetzt, ja, die Sache ist, die Over the Flash Charaktere, die in den Kategorien sind, die sind nicht so gut. Beispielsweise Kaioken Goku Blue. Er hätte zwar Over the Flash Super Saiyan für LR Goku und dann, wenn Thales reinkommt, würde er gut seine 18 Ki machen. Aber Kaioken Goku Blue, da gibt es viel bessere Auswahl. Ich opfer meine Rotation nicht für ein Kaioken Goku Blue mit LR Super Saiyan 3 Goku, statt LR Blon und LR Gohan zum Beispiel. Ja. Naja, zum Beispiel Beerus, warum? Weil Beerus halt mit Physisch Broly, Prodigies, Fierce Battle und Shocking Speed. Die Standard-Linkskills halt ab von Broly sind eigentlich Super Saiyan, Prepare for Battle, Fierce Battle. Das sind genau die identischen Linkskills, nur andere Namen. Also die machen genau dasselbe vom Prozentsatz und vom Key her. Deswegen kann man Beerus mit Broly spielen auf jeden Fall. Andere Rotation würde dann sein, zum Beispiel LR Broly, LR Gohan. Metal Cool aber dann mit reinnehmen als Supporter, weil Beerus die Rotation braucht dann trotzdem, denke ich, gut Key. Metal Cooler, die Sache ist jedoch, er gibt nur Extreme Class verbündeten Key plus 3, also würde das nur physisch Broly bekommen, der würde das aber nicht allzu sehr brauchen, oder LR Broly, aber er gibt jedem Verbündeten auf den Angriff 30% und das ist wirklich sehr gut. Wenn ihr Thales habt, Thales rein, wenn nicht, eine Alternative für dieses Setup, Super Vegeta. Warum? Er gibt physisch Strength und AGL Charakteren Key plus 3 Attack mit 25%. Leider bekommt Endgohan dann nichts, aber ihn kann man auf jeden Fall spielen als Alternative. Genau, eine andere Konstellation wäre zum Beispiel noch, ihr spielt nur Movie Boss Only. Da könnt ihr auf jeden Fall LR Bojack mitspielen, sei es mit seiner AGL-Version, mit seiner Tier-Version oder mit der physisch aus dem More Tournament. Und dann LR Broly in der US mit physisch Broly. Dann könnt ihr auf jeden Fall physisch Full Power. Ich weiß gerade, warum ich ganz Full Power Freezer sage. Physisch Golden Freezer mitnehmen, denn er gibt den Movie Boss Charakteren Boost, Keep Plus 2 Attack und F 30%, ist tanky, hat eine Damage Reduction, den würde ich bevorzugen statt Metal Cooler. Thales oder so drin, wenn ihr Thales nicht habt, könnt ihr natürlich beide spielen, aber in Movie Boss Only auf jeden Fall Golden Freezer rein, ist ein Free to Play Charakter und der ist wirklich sehr, sehr gut als Supporter, aber auch tanky. Oder ihr spielt Full Power Only, dann könnte das Ganze so aussehen, ohne Supporter dann zum Beispiel. Und jetzt seid nicht überwältigt, Freunde, oder. Nicht, dass ihr jetzt schockiert seid. Was ist das? Das wären Honorable Mentions für den Leader Skill von Physisch Broly, weil ihr seht schon, da geht so, so viel. Wir hatten zum Beispiel die Gruppe mit den ganzen Brolys, die linken sich sehr gut. Die Gruppe mit Bojack, wir hatten Beerus, Rota. Wir hatten folgende Gruppe, sag ich mal, Janembas in Zukunft, Issei Janembas, Cell, C21, Omega Shenlong. Wir hatten die Freezer-Rasse-Gruppe, wir hatten die Saiyans-Gruppe, Freunde. Das sind wirklich Honorable Mentions, da könnt ihr euch gerne mal einen Blick drauf werfen. Ansonsten, Freunde, wäre es das für das Teambuild Guide mit Gohan und Broly. War, glaube ich, ein bisschen länger als gedacht, aber ich wollte mir auf jeden Fall ausführlich Zeit nehmen. Lasst mich auf jeden Fall wissen, ob euch das Ganze gefallen hat, ob ich euch weiterhelfen konnte. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.